Dorf. Wie zufrieden ist man mit dem Ergebnis oder wäre mehr drinnen gewesen? Wir sind einmal zufrieden mit dem Punkt. Wir haben immerhin bei Rapid Wien gespielt, das ist eine gute Mannschaft. Es ist immer ein brisantes Duell, Sturm gegen Rapid. Und ja, wenn man jetzt das so hernimmt, wäre sicher mehr drin gewesen, weil wir waren dann zeitweise waren wir am Drücker, dann sind wir wieder ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber grundsätzlich müssen wir zufrieden sein und einmal die positiven Sachen rausschreien. Und das werden wir morgen machen. Das Spielerische ist heute ein bisschen von beiden Seiten auf der Strecke geblieben, war doch sehr zweikampfbetont, sehr taktisch angelegt. Nein, war sehr hektisch und phasenweise viele Ballverluste, viele unnötige Ballverluste. Und das hat sich ein bisschen durchs Spiel gezogen bei uns und auch bei Rapid. Und deswegen war es, glaube ich, auch nicht so super zum Zuschauen. Aber ja, wir sind einmal zufrieden mit einem Punkt und müssen weiterschauen. Ne? Auch wenige Chancen gehabt, mit Husbeck dann praktisch sehr effizient dann auch agiert im Endeffekt, dass man den Punkt mitnimmt. Ich glaube, der Punkt ist für beide Seiten verdient. Ich glaube, Rapid war nicht viel besser als wir und deswegen verdient der Punkt. Wenn man die Entwicklung der letzten Wochen anschaut, war das wieder ein Schritt nach vorne oder wie würdest du es einordnen? Es war ein Spiel mit sehr viel Brisanz wieder und wie schon gesagt, es war nicht das beste Spiel. Für einen neutralen Zuschauer war es kein schönes Spiel zum Zuschauen, weil einfach zu viele technische Fehler dabei waren und deswegen gibt es da nicht mehr zu sagen. Gibt es da eine Begründung deiner Meinung nach, woran man das festmachen kann? Begründung, solche Spiele, ja, da greift das eine Zahnradl ins andere und wenn ein Fehler passiert, dann denkt man drüber nach, dann passiert es den anderen, dann denkt der wieder nach, dann kommen noch ein bisschen die Fans, die Stimmung und dann ist es, man steckt sich so gegenseitig an und ja, aber ich werde da jetzt nicht alles schlecht reden. Wir müssen weiterschauen, wir haben heute einen Punkt geholt und haben ein schweres Auswärtsspiel nächste Woche in Wattens. Wie ist die Situation aus deiner Sicht vor dem Gegentor gewesen? Weil doch eben ziemlich frei zum Kopfball gekommen ist. Ja, also es ist immer schwierig bei einer Ecke, wenn der Ball auf der ersten verlängert wird, weil man orientiert sich natürlich, wo der Ball dann hinkommt. Und wenn dann der Ball verlängert wird, dann ist er schwer einzuschätzen, wo er hinkommt. Und natürlich müssen die Leute auf der zweiten Stange dann antizipieren und schauen, dass sie die Männer nicht aus den Augen verlieren. Und ja, so kleine Momente sind dann die Fehler, die dann eben zu Toren führen. Und das war eben 2 Meter, glaube ich, wo der Divan einfach auf der zweiten Stange allein war. Aber ich möchte jetzt keinen Vorwurf machen, weil ich war ja auch beteiligt. Ja. Aber es ist sehr bitter, wenn man aus einem Standard ein Tor kriegt. Und wir das eigentlich vor dem Spiel gesagt haben, das sind diese Dosenöffner im Spiel und wir wollten das eigentlich machen. Und deswegen ist es bitter, dass wir ein Gegentor aus einem Standard kriegen.